Wir waren heute im Gewächshaus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Gewächshaus waren. So, und zack, einen werfe ich noch einfach so da rein. Und dann ist es, glaube ich, auch Zeit zum Schlafen. Wir können schon mal kurz überlegen, ob wir das hier irgendwie alles ein bisschen anders machen. Ich nehme an, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, was das für ein Raum ist. So ein Arbeitszimmer oder so. Und ich nehme an, dass Abigail, sage ich schon, dass Lea hier bei uns im Zimmer schläft. Da könnte man natürlich irgendwie noch so eine Couch oder solche Sachen da reintun. Ich glaube, das macht eigentlich Sinn. So, in 3 Tagen ist das dann an Sams Geburtstag. Das tut mir dann ein bisschen leid für Sam natürlich. Aber gut. Schon wieder so massiv viel Geld gekriegt. Die Tomaten waren natürlich heute auch gut. Und der Pfeffer war gut. Das gibt dann schon eine ganze Menge Geld. Pale Ale gibt auch unglaublich viel. Krass, wir machen plötzlich richtig viel Geld hier. Das ist inzwischen ganz schön viel, was wir dafür kriegen. So, dabei waren die gestern wieder total genervt, die Geister. So, wie sieht das aus? Morgen wird es wunderschön und sonnig, das ist doch schön. Und der Fortune Teller. Sind heute schon wieder genervt. Oh, warum sind die ständig genervt, die Geister? Hat der Living of the Land noch irgendwas Spannendes zu sagen? Ich weiß, es ist hart, aber hört auf, euch so viel Gedanken über euer Pferd zu machen. Du kannst ihn einfach irgendwo stehen lassen und es findet seinen Weg schon alleine zurück nach Hause. Sie sind ziemlich clever und sehr independent. Independent? Frei? Nein. Weiß ich gerade nicht genau. Lieber Farmer Snizzle, ich würde meiner Frau gerne eine Sternenfrucht für unseren Jahrestag geben. Hast du zufällig welche auf deiner Farm angebaut? Wenn du mir eine geben würdest, wäre ich sehr dankbar. Nehmen wir natürlich an. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine habe. Ich hatte irgendwo eine. Ich glaube, ich habe die zu einem Samen verarbeitet. Und das war Bullshit, weil da irgendwie ein Müllsamen bei rausgekommen ist. Dammit. Da muss ich neue anbauen. Aber ich glaube, die Quest hat keine... Hat die eine zeitliche Begrenzung? Nein, ne? Nö. Okay, dann ist das nicht so schlimm. Es war nicht hier drin, nein. Es ist nicht hier drin, ja, dann habe ich das wohl nicht mehr. Dammit. Muss ich neue anpflanzen. Wollte ich aber sowieso eigentlich mal machen. Das Ganze dann aber wahrscheinlich wieder im Gewächshaus, weil hier draußen, glaube ich, wird das diesen Sommer nichts mehr. So, sind die... Die sind auch gut jetzt? Ja, die sind auch gut. Okay, perfekt. Den Rest brauche ich alles nicht gießen, aber es ist sonst auch nichts gut heute. Und da gehen wir schon wieder... Es gehen schon wieder Dinge kaputt hier. So. Meine große Frage ist natürlich, was passiert an so einem Hochzeitstag? Die hat jetzt nicht gesagt, irgendwie von dann bis dann oder so. Ist dann der ganze Tag weg? Kann natürlich passieren, ne? Dann wäre das der Geburtstag, der nicht mehr da ist. Das ist natürlich traurig, aber so ist dann das Leben. Das tut mir dann leid für Sam, wie gesagt, aber das wäre dann halt so. Okay, wir können die Viecher natürlich rauslassen. So, Schweine ist immer noch nicht groß, ne? Na, aber es ist zumindest schon ein kleines bisschen glücklicher geworden hier in seinem neuen Zuhause. So, so, und Jacardo hat heute wieder keine Milch. Na gut, dann nischt. Dann nischt. Aber wir haben zwei neue Milch für Käse. Zack und zack, kann ich das von hier machen? Nein, kann ich nicht. Muss ich außen rum gehen. Dammit. Aber nicht schlimm. So. Oh, das ist der Red Cabbage, ne? Heute ist Montag. Da ist, glaube ich, auch... Ich wollte gerade sagen, steht die Zeit hier still? Nein, sie steht... Also, ja, schon. Für den kurzen Moment. Was ist das? Das ist ein Radieschen. Da ist noch ein Radieschen. War es das? Ich glaube, da ist noch ein Radieschen. Das war es aber mit Radieschen. So, wir können auch neue Blümchen anpflanzen. Natürlich hier vor allem zum Beispiel die Sonnenblümchen. Das sind 16. Wir haben quasi wieder einen gut gemacht. Das ist aber nicht so, also nicht so schlimm, klingt irgendwie falsch, aber ich werde hier nur 15 erstmal wieder anpflanzen und die restlichen hier erstmal liegen. Da habe ich, damit, jetzt habe ich hier wieder so ein Dings vergessen. Egal. Ich lasse das hier auch erstmal da so. Das ist nicht so schlimm. Dann müssen wir gleich auf jeden Fall noch zu Pierre. Nein, ich muss nicht, warte mal, ich muss nicht zu Pierre. Ich muss in die Wüste.
Dann können wir da unten nämlich jetzt noch, wie heißt das, Dingens anpflanzen. Dingens, ihr wisst schon. Beats, wir brauchen ja Beats für die zweite Quest von dem Mr. Key. Oder wie hieß der Dude? Ich glaube, der hieß Mr. Key. So, das ist jetzt natürlich mehr oder weniger blöd, nur dafür in die Wüste zu fahren. Das heißt, ich glaube, ich werde dann auch noch zusehen, ob ich in der Skull Cave einfach ein bisschen rumlaufen kann. Das heißt, wir nehmen natürlich was zu essen mit. Wir lassen komische Zäune und so hier. Dinge, für die wir keinen Platz haben. Moment, die Sunflower Seeds kommen einfach mal hier unten rein. Auch wenn es nur einer ist. Das ist halt ein überschüssiger Seed. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was ich hier reintun muss? Nö, ne? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann können wir hier den restlichen Kram verdicken. Sonnenblume, brauchte ich noch irgendwo? Nein, ich brauchte keine Sonnenblume mehr. Bin mir relativ sicher, dass ich keine Sonnenblume mehr brauchte. Was? Zaun. Wo hatte ich einen Zaun immer hingestellt? Einfach irgendwo hier, ne? Zaun. Warum habe ich... Ich pack das einfach da rein, ist ja egal. So, und dann habe ich sonst gerade tatsächlich nichts anderes zu tun als... Ja, okay. Dann würde ich sagen, auf geht's in die Wüste. Sofern Pam schon da ist. Oh, guck mal, hier ist noch eine Grape. Die nehmen wir erstmal mit. Die kann man zur Not noch essen oder so. Ja, die gibt gar nicht so wenig. Hi Pam, hallo. Hey, du hast bestimmt eine Menge leckeres Zeug, das auf deiner Farm wächst. Hä? Ja, kann man so nennen. So, für 500 einmal in die Wüste. Auf geht's. Gucken uns jetzt natürlich erstmal wieder wie immer kurz hier um. Einmal nach zum Beispiel hier diese komischen Früchte und so. Die gehen ja immer ziemlich gut weg. Und zum Beispiel nach sowas. Moment. Nach Würmern. Naja, es ist leider nur Clay. Clay hilft mir nicht so richtig viel. So, wir haben 2 Achter. Da muss ich schon einige Beats bauen. 10 brauchten wir. Ich würde sagen, wir machen hier tatsächlich einfach mal 16 Dinge und ich überlege, wir haben auch einen Sternenfruchtsamen mit. Einen. Es ist tatsächlich nur einer jetzt. Für die eine Starfruit, die wir dem guten Kent bauen werden. So. Das kommt auch alles mit. Zack, zack. Oh, noch ein Buch. Ein weiteres Buch. Ich glaube, die sind neu, weil wir haben viel zu lange keine Bücher mehr gefunden. So dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass wir jetzt plötzlich die beiden Bücher finden. Wenn die nicht neu wären. So und so. Haben wir hier sonst noch was? Nö. Dann kann ich die beiden Dinger aber... Oh, die sind natürlich jetzt auch nochmal eine höhere. Kokosnüsse kann man nicht mehr essen, einfach so. Was? Kann man die pflanzen? Nein. Ich dachte gerade. Okay. Gut, dann tun wir halt nur die dahin. Und dann vielleicht noch den... Das Autumn's Bounty. Einfach weil... So, das brauche ich wahrscheinlich nicht. Damit wir was zu essen da haben dann, wenn wir auf die Fresse kriegen auch noch was anderes zu essen, meine ich. So, Iridium wäre super. Wir hätten gerne Iridium natürlich, wie immer. Und wir wollen auch möglichst schnell nach unten. Ich habe gerade einen komischen Drachen gehört. Oh, das ist ein lila Schleim. Der dauert ein bisschen, bis er stirbt. Dafür kann er theoretisch, glaube ich, auch Iridium droppen. So. Was haben wir da? Ein Aquamarin. Das hier sieht nach Diamant aus. Nehmen wir natürlich mit. Also für Edelsteine bin ich natürlich sofort zu haben. Auch wenn natürlich der Weg nach unten eigentlich das Wichtigste ist. Töten wir erstmal das Vieh hier, bevor es uns vermöbelt. Oh, guck mal. Es gab direkt Spicy Dingenskirchen. Warte mal, eigentlich? Na, es erhöht das Luck und den Speed. Aber, nee, komm. Ich will das nicht essen, ohne Leben verloren zu haben. Ich glaube, dann lohnt sich das auch nicht. So, haben wir hier noch was? Nee, haben wir nicht. Dann gehen wir direkt weiter. Oder hinten ist ein großer Schleim. Aua, aua, aua. Die machen schon... Kann es sein, dass die trotzdem weniger Schaden machen als früher? Ich habe das Gefühl, es hat mir nicht so viel ausgemacht. Oh, hier ist ganz viel Schleim. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war nicht der Plan. Das war gar nicht der Plan. Der sollte da nicht rauskommen. Das wollte ich nicht. Oh, da ist schon mal ein Iridium. Sehr gut. Zack. Oh, ich kann das nicht so gut wegschubsen. Scheinbar. Das ist jetzt aber hier Eisen, ne? Ja, das hilft mir nicht so viel. Da
oben war noch ein Schleim. Die Schleime zu töten lohnt sich natürlich so auch, ne? Weil, vor allem wenn man die irgendwie an die Wand drücken kann, sodass, wenn die kleinen Schleime da rauskommen, man sie direkt alle töten kann. Weil, wie gesagt, da ist halt Iridium drin unter Umständen. Außerdem ein Weg nach unten in diesem Fall. Das ist ein Emerald oder auch zwei Emeralde. Und da müssen wir zusehen, dass wir da möglichst schnell nach unten kommen hier, ne? Wie viel Iridium-Ohr war das eben? Eins, ne? Ja, schade. Ich brauche mehr. Ich brauche richtig viel eigentlich. Wir wollen erstens natürlich mehr Iridium-Sprinkler haben. Oh Gott, jetzt kommen sie aus mehreren Richtungen. Die Gegner kommen aus allen Richtungen. Ah, so. Und natürlich kommen da kleine Schleime raus. Das ist schlecht, weil da konnte ich die gerade sehr schlecht irgendwie in eine Ecke drängen. Oh Gott. Jetzt kam auch nochmal Iridium-Erz raus. Oh, da ist noch einer. Oh, oh. Jetzt sollte ich vielleicht mal was futtern, weil wir haben schon die Hälfte Leben verloren. So, jetzt sind wir auch schneller, haben mehr Glück, also warum nicht? Schaden tut es jedenfalls... Oh, Schaden tut es jedenfalls nicht, wollte ich sagen. Da oben ist noch einer, da oben ist noch einer. Ich sehe ihn. Keine Sorge, ich habe ihn gesehen. Kein Iridium-Erz da drin, schade. Oh, da ist noch einer und es gibt Rubine. Moment, ich möchte die gerne nach da vermöbeln, damit wenn da... Genau, damit wenn da was rauskommt... es keine Probleme gibt. So, der kommt da doch raus. Ich wollte gerade sagen, der kommt da eh nicht so raus. Eine Zwergenschriftrolle. Leider haben wir die schon. Also ich glaube, wir haben alle davon. So. Schnell weiter nach unten. Hoffen, dass wir noch mehr finden. Habe ich jetzt schon? Zwei habe ich schon. Und ein Omnigeod. Das ist auch immer gut. Da kann theoretisch auch erstens Iridium-Erz drin sein, aber da können auch ganz viele andere Sachen drin sein. Und wir haben natürlich unglaublich viele Edelsteine schon gefunden, ne? Das ist heftig. Also richtig viele. Ich weiß gar nicht, sind wir Mining eigentlich inzwischen voll? Warte mal, sind wir Mining voll inzwischen? Nein, da können wir auch noch einen kriegen. Guck mal, ich habe keine Ahnung, was das dann gibt. Was haben wir überhaupt? Was war überhaupt der andere Skill gerade, wenn ich schon mal da bin? Aha, ja, okay. Normalerweise kann man also auch gar nicht mehrere Edelsteine in einem finden. So aber schon, weil wir den Geologist-Dingens haben. Die Verbesserung fürs Mining, sodass wir da auch mehrere Edelsteine finden können. Zum Beispiel zwei Diamanten, wie wir das jetzt schon zweimal heute gekriegt haben. Oh. Oh, oh, oh. Das ist aber cool eigentlich. Denn wie gesagt, die können Iridium droppen. Und wenn wir hier alle töten, dann haben wir die Area irgendwie gedingst, dann gereinigt. Das ist eigentlich ziemlich cool, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas für kriegen, aber das erhöht natürlich unseren Combat-Skill hier unglaublich hart, wenn wir hier alles töten. Das ist natürlich cool. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt auch ausnahmsweise mal hin hier. So rein. Oh Gott. Wir machen, glaube ich, wir machen eigentlich genug Schaden dafür, aber ich muss mal gerade trotzdem kurz was essen. Das ist ja heftig hier. Ich gehöre richtig auf die Fresse. So, aber das gibt einfach extrem viel Leben auch wieder. Und wir haben auch noch die Zeit dafür, glaube ich. Das reicht hier alles. Das kriegen wir irgendwie hin. Da steht ein Schleim in uns drin und wir treffen ihn nicht. Das ist blöd. Pam, 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 alles töten. Oder ist einer mit roten Augen. Ich glaube, die sind nicht gut. Die machen die mehr Schaden oder so vielleicht? Ich weiß es nicht. Au. Ich glaube, der macht tatsächlich mehr Schaden. Ich esse mal lieber noch so eine Kaktusfrucht. Wir haben hart auf die Fresse gekriegt. Also es kann sein, dass es noch eine Bonusbelohnung hier gibt, wenn man sowas schafft. Ist aber auch eine Menge, ne? Heftig. Ah. Ich darf mich nicht in die Ecke drängen lassen. Ich möchte die Schleime... Oh, shit. Ich möchte gerne die Schleime in die Ecke drängen. Das war es aber auch. So. Mehr Iridium. Da war noch ein bisschen Iridium bei. Perfekt, da nicht so. Okay, da ist noch ein Schleim. Er ist auch in der Ecke. Den brauche ich nicht mal in die Ecke drängen. Der ist schon in der Ecke. Er hat mich eingeschleimt. Da ist noch ein großer Schleim. Au. So, gekrittet. Ich habe ihn gekrittet. Den da. So, der ist auch down. Haben wir da noch den kleinen. Der ist auch tot. Eine weiße Alge, die kann ich gerade nicht mitnehmen. Das ist natürlich blöd. Noch ein Crit. Und was können wir denn wegtun? Ach komm, der braucht den... Die Zwergenschriftrolle bringt mir halt auch gar nichts, ne? Die kann ich halt dem Zwerg schenken. Das war es aber auch.
Dem kann man doch, glaube ich, auch andere Dinge schenken, die er mag. Das passt schon. Also ich glaube, der mag auch andere Dinge als Zwergenschriftrollen. Da ist übrigens noch eine. Die kann aber auch da liegen bleiben, meinetwegen. So. Nee, kriegt er gar nichts für? Das ist ja blöd. Ich dachte, ich kriege da jetzt noch irgendwas für. Oh, ich glaube, ich habe keine Bomben, ne? Das ist natürlich blöd, wenn jetzt eine Mumie kommt oder so. Ist auch schon 6 Uhr. Ich sollte mich gleich sowieso auf den Weg machen. Ich höre schon wieder ein Viech kommen. Da ist Kupfer, das will ich nicht. Bin gerade so schön schnell. Oh, eine Mumie. Komm, wir gehen. Es ist schon 6 Uhr. Und wir haben ja durchaus einiges geschafft, einiges bekommen. Das passt schon. Wir müssen ja auch noch neue Blümchen anpflanzen, von daher. Wir sollten nicht zu spät wieder zurückfahren. Da ist der Bus. Und zurück. Ja, wir möchten gerne zurück nach Stardew Valley. Oh, da habe ich eine Kaktusfrucht vergessen. Eine stehen lassen. Das ist natürlich nicht so clever. Das war Blödsnisse. Die Omnigioden kriege ich jetzt, glaube ich, irgendwie nicht mehr. Vertickt. Wir haben immer noch den Geschwindigkeitsbuff, ne? Hält noch 2 Minuten. Sehr gut. Das ist eigentlich ganz cool. So, was können wir denn verkaufen? Das können wir verkaufen. Wir haben noch genau... Oh, wir haben genau 5. Das ist cool. Ich überlege, warte mal. Die Edelsteine... Habe ich? Ich glaube, ich habe zwar von allen noch welche, aber ich werde noch ein paar aufheben. Feuerquarz, Kohle, Gold, das, das und das, Iridium. Ach, ich brauche das gerade nicht zu einem... Na, wobei, ich kann mit einem direkt auch noch ein neues... Ich glaube, ich kann mit einem tatsächlich direkt noch ein neues Dingens machen. Dingens. Einen neuen, wie heißen die denn? Ihr wisst schon, einen neuen Sprinkler. So, genau. Ich glaube, mit einem Barren kann ich schon einen neuen Sprinkler bauen. Blüpp. So, dann machen wir erstmal hier zu, damit die nicht unglücklich werden. Ach, Käse war ja auch noch da. Zack, zack. So, das ist normaler Käse. Ups, nein, nicht den Käse essen. Jedes Mal mache ich das. Dann werden wir hier... wo mache ich das hin? Erstmal brauche ich natürlich die Hacke dafür. So, machen wir das einfach mal hier so dran. Dann kommt da jetzt eine Sternenfrucht hin. Die braucht auch nicht irgendwie in besonderer Weise gedüngt werden, weil die sowieso verschenkt wird. Klingt böse, ist aber so. Und die wird natürlich gegossen. Und dann kommt da unten, kommen die Bietzen. So, flöp, 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 flöp. 16 Stück, 10 davon müssen wir dann dem Bürgermeister in den Kühlschrank packen. Ist irgendwie auch spannend, ne? Naja, gut. Meinetwegen. Ja, ich glaube, damit bin ich durch für heute, oder? Sieht gut aus. Na, Moment, der Käse. Der Käse. Plupp. So. Und ich glaube, Montag, also Montag sage ich schon, es ist Montag. So, morgen. Morgen könnten wir mal zu Robin gehen und schauen. Oh, Combat, Stufe 9. Wir können jetzt ein Iridiumband bauen. Ich glaube nicht, dass ich das tun möchte, denn das klingt irgendwie, als brauche ich Iridium dafür. Und das ist teuer. Sehr, sehr teuer. So, was ich sagen wollte, ich glaube, wir können heute mal zu Robin gehen und schauen, was die so für Inneneinrichtung für uns hat. Denn hier ist ja wirklich noch ein bisschen leer und so. Da kann man ja vielleicht mal ein bisschen was tun. Aber erstmal gucken wir natürlich, wie das Wetter morgen wird. Morgen wird es wunderschön und sonnig. Das ist schön. Und die Geister heute vielleicht mal gut drauf. Heute sind sie gut drauf. Na, immerhin. Endlich geht's denen auch mal gut. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Lieber Snizzle, ich würde gern ein altes Kochrezept von meinem Vati mit dir teilen. Es ist, naja, wichtig, dass der Fisch frisch ist. Chowder. Okay, was haben wir hier? Hey, ich hatte ein bisschen extra Holz rumliegen und ich dachte, naja, vielleicht kannst du es einfach gebrauchen. Pass auf dich auf, Robin. Okay, tun wir mal da rein. So, da oben ist auch das Iridium fertig, das ist schön. Und hier ist natürlich noch ein neuer Diamant fertig, auch das ist schön. Blöd, verkaufen wir. So, Hopfen, 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 Hopfen. Nein, nicht den Hopfen essen. Der will mal direkt alles essen hier. Der ist ganz schön gierig, der junge Mann. Also ich, also, was sagt das jetzt über mich? Egal.